In Streak Nummer 8. Wow. Und das ist ein sehr schwarz-weißer Run. What the fuck? Hilfe. Duality und, Ball of Tower. Meat Cleaver 3 Damage. Ne, nicht 3 Damage, also fast 3 Damage. 3 Herzen. Und irgendwas ein guter Fire Rate. Ja, okay, okay. Vielleicht machbar, vielleicht nicht. Mal gucken. Ist jetzt nicht über mega, super, duper, mega krank der Start, aber er könnte schlechter sein. Er könnte bei weitem schlechter sein. Wir brauchen nur ein Damage up und dann ist alles gut. Ein bisschen Leben und we are chilling, boys. We are very much so chilling. Groß. Hey ho, Glass Cannon, ah, fuck no, bitch. Ach, Mann, oh, nicht mal eine Bombe oder so für ein Secret Room hier unter mir. Ey, wirklich nichts auf der Ebene. Ja, weißt du was, da gehen wir sogar noch den Zacki-Zacki-Raum. So, hi, was hast du denn so zu bieten? Tod? Und, Drogen. Bombsakis. Explosive Diarrhea. Okay, wir haben eine Bombe. Nett. Ja, jetzt die Frage, wo ist der Secret Room? Kann der hier sein? Nein, kann er nicht. Also ist er hier. Wow. Krank. Und jetzt hat er Kohle. Wichtig. Was macht er jetzt nur damit? Das ist eine gute Frage. Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Ich werde mir wahrscheinlich einfach Pickups kaufen. So, straight up, weil ich hab gar nichts. Ich will wieder eine Bombe haben und ein Schlüssel ist halt nicht schlechteste, ne? So, Little Plum, Baby Plum, sorry. Richtig einsetzen? Machst du was? Ich glaube, das war eine sehr schlechte Idee, so im Nachhinein. So im Nachhinein war das eine sehr schlechte Idee. Genau deswegen. Genau deswegen. Aua, wo soll ich denn da hin, Alter? Ja, okay, aber süß ist sie. So klein? Das muss man ihr schon lassen. Ein richtig süße ist sie. Meat Cleaver, fragwürdiges Item. Aber mehr Tiers? Das ist sehr gut. Sind wir schon fast an der Tiercap. Naja, weiter geht's. Hey yo, Curse of the Maze. Wow. Hey ho, 120 Volt. Ja, ja, ist nicht bad. Ist nicht bad, wie man vielleicht sieht. Ein Sacrifice Room. Interessant. What? Aua! Picker! Er ist einfach durchgegangen. Durch die Lücke. Er hat sich dünn gemacht. Au. Okay. Nee, jetzt wird's gruselig langsam. Hello, Pin. Okay, Pin ist machbar. Und Pinny Boy ist gone. Ich habe ja Duality. Ich kriege ja direkt Angel Dears. Das ist ja richtig gut. Ja, let's go. Mit einer Prayer Card. Ja. Sag ich nicht nein zu. Let's go. Fuck yeah. Curse of the Blind. Ich liebe es. Bei dem musst du auch richtig trusten, dass du genug DPS hast. Wenn du so eine Scheiße machst. Weil links oder rechts ausweichen ist nicht die beste Idee. Wie man vielleicht gesehen hat gerade. Das war nur ein Beispiel, ne? Ich war mit Absicht. Es ist Flooded Caves. Heißt, 120 Volt ist noch mehr OPS-Shit als normal. Weil es einfach zu jedem Gegner orgt. Also nicht beste Beispiel in dem Raum, aber vielleicht in diesem hier. Ja. Der ganze Raum wird einfach geschockt. Shocking. A shocking turn of events! Dass ich getroffen werde, ist es nicht. Item Room mit, I don't know. Hey, Love Lies. Nice. Sehr gut. Das ist natürlich sehr, sehr praktisch. Das präventiert ein bisschen Schaden von meiner Dummheit. Von meinem Aua-Skill-Issue, aber nicht davon. Okay, bitte bald dein Angel dir und dein Leben. Bitte, danke. Golden Host Show. Das ist richtig, richtig gut für jetzt. So früh am Anfang das zu bekommen ist richtig gut. Aber wir machen erstmal den Rest der Ebene. Wir wollen noch ein paar Pickups. Nee, da fehlt so ein bisschen an Bomben und ein bisschen an Geld, ne? Und das wäre schon Knorke. Hello, Megamore. Was geht mit dir ab, Brudi? Gruselig. Nee, nicht machen. Nicht despawnen, das ist ein bisschen nervig. Kein Angel dir. Aber ein Leben ab, das ist sehr gut. Weiter geht's. Ja gut, Curse of the Unknown, das ist kritisch. Ich hatte aber, glaube ich, jetzt 4 Herzen und ein Soul Heart. Ich glaube schon, irgendwie so. Quarspace. Dank, danke. Das ist sehr großzügig von euch. Und Toxic Shock. Lecker. Hätte ich jetzt noch Damage. Dann wäre es richtig geil. Aua! Oh, ich komme noch rein. Perfekt. Hell yeah, es war nicht kommen. Oh, what the fuck? Ja, guess what, ne? Guess what? Fuck Angel Dears. Nee, wait a second. Ich hab ja Duality. Ich krieg ja beides. Hey ho, Item Room. Oh mein Gott, sheer the tears. Ja. Mein Messer, das einfach Tränen zerstört? Das ist say less, Bruder. Say less. Nimm Fanny Pack mit. Danke, passt schon. Passt schon. Naja, egal. Passiert. Könnte mir natürlich jetzt mit Absicht Schaden machen. So, noch einmal. Okay, never mind. Ich war zu langsam. Ach, Mann.
Weil dann hätte ich verhindern können, dass ich einen Devil Deal bekomme. Egal, weiter geht's. Oh, never mind, ich habe noch 2,5 Soul Hearts. Das wäre zu viel gewesen. Naja, gut, wir gehen mal hier rein. Eine Bombe ist jetzt nicht die schlechteste. Ja gut, Mom's Knife macht die ganze Scheiße um einiges einfacher. Aua, bye bye Angel Deer. Ich wollte ihn eh nicht, ne? Aber Mom... Okay. Er hat genau gesehen, was auf ihn zukommt. Hello, mit Transcendence. Danke, cool. Leid, das habe ich tatsächlich noch gebraucht. Genau für sowas. Heyo, Holy Water. Ja, okay, das ist nicht bad. Das ist eine relativ gute Kombo sogar, würde ich sagen. Heyo, Reverse Card. The Stars. Ich verliere, da Duality und Ball of Tar meine Starting-Items sind, wird mir Wirecode-Hänger weggenommen. Ja, das ist in Ordnung. Ist gestattet. Hello, the Cage. Auf Wiedersehen. Aua. Bye, Angel Deer. Ich wollte dich wirklich nicht haben. Ja gut, ich hätte ihn eh nicht bekommen mit, keine Ahnung, 1% Chance. Speed up. Das ist nicht schlecht. Naja. Depth 2. Hallo. Vielleicht wäre ich ja diesmal nicht getroffen. Das wäre ja fantastisch, ne? Kann jetzt zumindest schon mal fliegen. Ist ein guter Start. Und ein Soul Heart. Das will man mehr, ne? Hello. Okay, danke. Danke für die 10 Bomben, die habe ich gebraucht. Danke für die 6 Gegner, die habe ich auch gebraucht. Die haben mein Leben bereichert. Heyo Shop mit Blank. Ich habe ein paar Items, die ich eintauschen kann. Sagen wir es mal so, da habe ich gar kein Problem mit, die einfach zu verlieren. So, bis Mom's Knife hin, ist es mir eigentlich egal. Ja dann, wo ist denn der Secret Room? Ich brauche keinen Reroll mehr, weil Quantität statt Qualität, würde ich mal sagen. Dann einmal bitte. Chaos will ich eigentlich tatsächlich nicht, weil Keeper's Kin können wir mitnehmen, ist jetzt nicht schlecht. Chaos ist zwar nicht schlecht, aber okay, ich kann es dann überall einsetzen, ne? Dann kann ich einfach spammen. Ah, schwierige Entscheidung, mal wieder. Aber Chaos, du bist eine kleine Bitch. Du hast mir schon so oft einfach... Ne? Will ich dich wirklich... Oh, ich könnte auch auf Angel Deers gehen und... Aber Secret Room Items... Nee, fuck you. Super Secret mit Bomsa Keys dreimal. What the fuck? Health up. Tears up. Nice. Hello Mama, na? Ich müsste mal ganz kurz den hier machen. Zur Sicherheit. Oh, wow. Okay. Wow. Okay, wir gehen tatsächlich hoch mal wieder. Weil, ja. Ne? Vielleicht finden wir ja da oben irgendwas Lustiges. Und ich habe keinen Bock, Leben auszugeben gerade. Fühle ich gerade nicht so. Mom's Knife hat gereicht. So, und die 100% Angel Deer Chance / Devil Deer sollte hoffentlich erreichbar sein diesmal. Okay, dann. Was kriegen wir diesmal? 120 Volt? Guten Service geleistet. The funny rock. Hello. Ah, sehr schön. Okay, let's go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, Manu. Das ist eine Petro. What the fuck? Wir haben eine Petro. What the fuck? Ich bin überfordert. Okay, das ist zu viel auf einmal jetzt. Okay, kriegen wir 3 Charges. Wir kriegen 3 Charges, wenn ich hier rein darf. Ich darf da rein. Geil. Okay, krank. Weißt du, was ich auch... Oh, Sitch of Behemoth. Oh, ja. Holy shit, das ist eine kranke Womb-Ebene. Holy fucking shit, du. Wir machen mal ganz kurz den hier. Warte. Bam, bam. Tiny, let's go. Dann machen wir einmal diesen hier. Magic Mush. Mega Mush, sorry. Nicht Magic Mush. Oh, tut mir leid. Aber da wir ja immer noch das einsetzen können dreimal, ne? Nehmen wir das immer noch mit. Weil, ne? For good measure. Wir kriegen noch gut Sachen und wir können richtig gut durchcyclen. Also, was ist das jetzt? Weil selbst wenn ich jetzt irgendwie Spin Down bekomme und meine Blank Card ablegen muss, ich kann die Karte ja trotzdem mitnehmen. Das ist ja kein Ding. Da verschwende ich zwar einen Use, aber das ist gerade so okay. Guck, ist es nicht mal. Ist es nicht mal. Hätte sich nicht mal gelohnt. Aber wir haben den Pool ein bisschen diluted.
Und so muss das. Ich hätte Mega Marsch einsetzen können. Ich habe Rock Bottom. Ah! Nein, nein, nein. Es liegt nicht mehr da. Nein, warum bin ich so stupid? Gib mir Steps ab. Nee, es gibt mir keine Steps ab. Aber nein, what the fuck? Bin ich stupid? Ich hätte 600 Damage haben können. Nein. Mano. Ja, wäre auch zu einfach gewesen, ne? Oh. Sieht man, dass ich nicht oft genug Rock Bottom bekomme? Es fängt gerade erst so an, so richtig, ne? Was gerade passiert? Huh? What? What just happened? Relic. I guess? Hi. Da hat er einfach Rock Bottom und denkt sich so, ja, Mega Marsch, brauche ich nicht, ne? Ein Chariot braucht man ganz sicher nicht. Wir haben alles, wir können weiter. Finally! Hat auch nur ewig gedauert. Aber es hat sich ja schon gelohnt, ne? Wir ignorieren mein kleines Skillshoe, den ich hatte. Vielleicht finden wir jetzt Death Certificate und dann werden wir Mega Marsch kurz anfassen. Wir gehen nach oben. Wir gehen nach oben. What the fuck? It's all falling into place. Charge Key. Okay, interessant. Hello, na? Komm gleich wieder. Brauch noch drei Räume. Oh, Batterien. Oh, wie praktisch. So, dann. Sausage? Ja, so, mein useless health up. Wird mir das weggenommen? Es wird mich mal weggenommen, Alter. What the fuck? Missing page 2. Ja, okay, das ist durchschnittlich. Genauso wie Runeback. Aber Runeback könnte mir noch eine Petro droppen. Deswegen lassen wir mal. Obwohl Sackhead ist cool. Sackhead macht schon Spaß. Wir hätten Missing page 2 liegen lassen sollen. Anyways. Egal. Ich brauche meinen Sack. Mein Sack? Nee, ich brauche meine Papiertüte. Die ist mir ganz doll wichtig. Ja, ja. Naja, egal. Es wird jetzt keine Petro droppen, oder? Und wenn doch, wäre das tatsächlich ein bisschen tragisch. Ja gut. Hallo, Livs. Na, was geht ab, Brudi? Ich habe so ein Messer. Das macht Stabby, Stabby, Stab, Stab. Und dann, ne? Wirst du erstmal keinen Spaß mehr haben. Vor allen Dingen, wenn du so eine Kacke machst, ey. Brudi. Nicht der richtige Move hier an der Stelle. Ja, ja, gut, na gut. Wir können noch einmal Dings einsetzen, dann ist Mom's Knife weg. Und leider haben wir den Fehler begangen, dass wir nicht Mega Marsch eingesetzt haben. Weil sonst wäre es auch kein Problem gewesen, Mom's Knife wegzupacken. Aber hey. Ey, passiert, ne? Hello Secret Room. Oh, das ist ja perfekt. Da kriege ich ja direkt einen Charge. Und da kriege ich einen Steam Sale. Wow. Ja, weißt du was, diesmal das... Oh. Ja, okay. But opportunity presents itself. Wenn ich jetzt eine Petro bekomme, ist alles gut. Oh, guck mal, da ist mein Treasure Room. Geil. Und ein Oddmush Room. Oh, ein Shop. Wie nett. Oh, mein Tod. Wie nett. Aua. Hi, na? Was bist du denn? Two of Hearts. Ja, why not? EFF einmal einsetzen. Fantastisch. Ja, gut. Was bist du? Elf down. Ouchie. Hello, Isaac, na? Oh mein Gott, BFF. Ich hab's vergessen. BFF macht ja... Holy Water komplett broken, Alter. Einer. Wo willst du hin? Komm, ja, ja, go, go. Let's go. Du carryst mich jetzt. Easy. Kein Ding. Okay, keine Rune bekommen. Schade. Sage. Okay, dann Sack of Sacks. Und, ja gut, nur Steam Sale. Das ist jetzt nicht so spannend gewesen. Egal. Gehen wir mal weiter. Weiter geht's. Hallöchen, Papöchen, die Chest. Na? Mit einmal Lacrophagy. Und einmal Loki's Horns. Oh mein Gott. Und einmal Akteldama. Und einmal Chupdawup. Okay. Ich nehme drei Sachen mit und das andere lass mal liegen, weil, ja. Ne? Aber jetzt können wir Beyblade machen. Yay! Wow! Okay, meine Güte, jetzt mal wieder ein bisschen pretty. Das hat ein bisschen gedauert. Naja. Beyblade, Beyblade, let it rip! Wow! Oh mein Gott, wie viele Sister Wiz sind das? Hey, yay, hey, sind vier Stück, ne? Naja, okay, Goddamn Holy Water macht komplett einen komplett weg. Einen komplett weg, hey, yay, yay. Das ist schon insane mit BFF, muss man schon sagen. Hey, Hilfe. Was ist eine Jera? Will ich ficken, oder was? Ist ein bisschen zu spät. Oh. Hey, ho. Das ist eine Batterie. Das ist natürlich sehr interessant. Da kann ich ganz viel wegrollen. Oh, Soul of Eden. Meine Güte, endlich. Das ist ein Reroll. Das ist sehr, sehr gut. Das ist zwar nicht der richtige Reroll, den ich brauche, aber es ist ein Reroll. Also, will ich mich mal nicht beschweren, ne? So, dann haben wir eine Kiste hier drinnen. Nein. Wollen wir lieber zwei Rerolls haben? Wahrscheinlich schon, ne?
Heißt, wir Geran die Kacke. Sehr schön. Dann haben wir zwei Rerolls. Wir machen auch die Kiste jetzt auf. Fuck it. Sad Bombs. Cool. Coolio. Das bringt mir nichts. Da oben ist eine Batterie. Heißt, ich kann das noch öfter machen. Darf ich nicht vergessen. Und sonst war hier noch ganz links eine Kiste. Ja. Mit Bumpfriend. Hm? Okay. Okay, okay, okay. Dann machen wir einmal den hier. Bye, Mom's Knife. War schön mit dir. Spawnt die goldene Batterie nicht nochmal auf der Ebene? War das nicht so? Oder bilde ich mir das ein? Ich glaube, das bilde ich mir ein. Naja, gut. Trotzdem kriegen wir, glaube ich, zwei Charges voll. Ah ja, guck mal, hier ist er. Haha, die spawnt wirklich nochmal auf der Ebene. Ich muss sie nur suchen. Dann verlieren wir jetzt Lost Contact. Okay. Guck mal, das wäre sogar nochmal ein Bomb gewesen, ey. Yeah. So, dann Fanny Pack. Das ist mein Reroll. Mein legiter Reroll. Das ist sehr gut. So, wo ist er denn jetzt? Das ist halt so hinhergelaufen, Alter. What the fuck? Okay, es scheint so, als wäre die goldene Batterie weg. Ich glaube, ich werde jetzt noch mal kurz Blue Baby machen. Einfach nur zu checken, falls die da reingegangen ist in den ungeklärten Raum. Was ich zwar nicht glaube, aber kann ja sein, ne? Okay, gehen wir einmal kurz zurück. Klatschen Blue Baby, das sollte relativ machbar sein. Hello Blue Baby. Haha, da ist die Battery wieder. Wichtig. Wusste ich's doch. Holy Water mit BFF ist schon sehr, sehr strong. Like, look at that. What the hell? Ist einfach carried komplett. Brauchst nichts anderes. Mom's Knife, never heard of it. Brauche ich nicht. Überbewertet. Ich hab Holy Water. So, Blue Baby. Los, holen wir. Sehr gut, Little Brimston. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Und wir haben noch einen Roll, Alter. Er geht aber Magic Scap weg. Meine Güte, braucht eh keiner, ne? Bleibt die eigentlich unendlich lange da? Ich weiß es gar nicht. Dann, hier sind ja nicht genug Items drin, ne? Da ist Glitch Grown. Da ist er. Da ist unser Ticket zu allen Items, die wir je wollten. So, wo zum Fick ist er jetzt, so? Die geht aber auch nicht weg, oder? Die Golden Battery, das kann ich, glaube ich, unendlich lange jetzt machen, bis ich halt bis Rock Bottom gehe. Weil bei Rock Bottom höre ich auf. Hundertprozentig, weil das will ich behalten, weil das ist für The Funsies da. Das ist schon wieder, Alter. Das auch wieder, Alter. Die hört nicht auf. Die ist never ending. Safe. Okay, das wird so ein langer Run. Anyways, ist mir egal. Ich hab Bock. Ja, warte mal, ganz kurz Bookworm mitnehmen, ne? Nicht vergessen. Ja, und ihr so, ich laufe hier gerade zum 20. Mal in der Ebene lang. Es macht richtig Spaß. Ja. Aber es wird sich hoffentlich lohnen. Okay, what up, geil. Mal ganz ehrlich, ich guck mal nebenbei auf meinem Handy, ob die eigentlich infinite ist, die Golden Battery. Wahrscheinlich schon, ne? Here's a full heart of damage when picked up. Another Golden Battery is spawned in a random room, but it's not shown on the map until discovered. Die ist infinite. Die ist fucking infinite. Willst du mich ficken, oder was? Oh mein fucking Gott. Oh mein fucking Gott, du. Ah, mein Gott, Hilfe. Okay, wir wollen ja noch Rerolls haben, deswegen lassen wir es jetzt hierbei, okay? Cool. Also, Epic Vitas. Und jetzt, ich glaube, es sind genug Items. Da ist Death Certificate. So will ich das. Dann nehmen wir das hier mit. Haben schon mal eine Soul of Eden eingepackt. Soul of Eden hier. Haha. Okay, aber erstmal machen wir das Certificate. Hello, na, ich hätte gerne mal Mega Mush. I wanna redeem myself. Wo ist er denn? Der kleine Schlawiner. Aha, das sieht richtig aus. Irgendwo hier. Safe. Ah, da ist er. Da ist mein heißgeliebter Mega Mush. To redeem myself. Haha. Funny guy. Nice. Cool. Dann können wir den sogar ablegen hier draußen für gleich. Dass wir richtig fett Damage bekommen. Und dann call me crazy, aber Glitch Grown, das dauert mir jetzt zu lange. Deswegen machen wir es einfach so. Wir haben genug Rerolls. Es wäre jetzt nicht so, als hätten wir nicht noch eine Batterie hier auf dem Flur liegen. Deswegen, einmal bitte. Cool. Das ist alles, was ich wollte und je haben werde. Das ist sehr gut. Heißt, wir können einmal gekonnt, wir nehmen Sacred Orb mit. Wir nehmen Echo Chamber mit. Dann, Spindown ist interessant, ist sehr interessant, aber. Aber. Es geht besser. Oh, das ist ja durchschnittlich.
Begeisterung. Ha, 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 ha. Meteorer, bla, bla, bla. Parasite, ist okay. Ist okay. Naja, gut, dann wollen wir mal ganz kurz. Ne, wir wollen tatsächlich das so einsetzen, glaube ich. Weil dann setzt nochmal Soul of Eden jetzt ein. There we go. Inkubus. Jacob's Ladder. Flatstone. Das Ibegag. Ibegag. Dankeschön. Dann haben wir auch fett Leben wieder. Wir nehmen die Soul of Eden wieder mit. Damit wir nochmal rerollen können. Nehmen wir definitiv einen Succubus mit. Nehmen Purity mit. Shangadundu. Es gibt mir den Damage Boost. Das ist sehr fantastisch. Eine Box of Friends wäre jetzt richtig gut. Eine Box of Friends, da wäre Damage Stacking unnormal. Wir machen aber den hier. Psyfly ist nicht schlecht, aber nee. Nee, muss nicht sein, ne? Könnte tatsächlich besser sein. Deswegen jetzt nochmal einmal so. Da ist Hemo. Hemo ist gut. Tractor Beam braucht man nicht unbedingt. Eye of the Quilt, nee. Wormfriend auch nicht. Das ist alles okay. Heißt, wir suchen nochmal kurz die Battery. Ach nee, warte mal. Wir brauchen keine Battery, wir können Emperor einsetzen. Und dann kann ich noch einmal Soul of Eden. Da war Terra, ich hab's genau gesehen. Und auf dem Rückweg können wir uns die Batterie mitnehmen, haha. Das war der smarte Play. Wo ist es denn? Wo ist denn die Batterie? Hä? Ha, die Batterie ist weg. Die Batterie ist tatsächlich weg. Ah, die war vielleicht hier drinne. Oh, scheiße, und dann hat sie weggerollt. Egal, wir haben noch eine Batterie hier. Wir nehmen Terra mit. Sehr gut. Dann nehmen wir einmal das hier noch mit. Nehmen wir... Ne, Guppy haben wir... Guppy kriegen wir nicht, safe nicht. Aber das ist Conjoined, deswegen nehmen wir das hier mit für Conjoined. Sehr gut. Dann können wir noch einmal Reborn, wenn ich das richtig sehe. Nice, guter Reborn. Sehr, sehr guter Reborn. Dann habe ich jetzt wirklich tatsächlich alles auf der Ebene... Ne, warte mal, ich habe nichts alles auf der Ebene. Wait a second, ich glaube, ich krieg noch ein Dings raus. Krieg ich noch eine Soul of Eden raus? Das ist die Frage. Oh ja, eine haben wir noch, eine haben wir noch. Wichtig. Gut, dann haben wir noch einen Reroll. Da ist ein Tucker, heißt nochmal ein bisschen mehr Damage. Und wir sind Speedy Gonzales jetzt. Okay, dann tatsächlich... Wird's das gewesen sein? Ja, die Batterie ist irgendwie weg, ne? Wir nehmen das Damage up mit. Dann, Inkubus ist zwar lustig und so, aber die Chance nochmal zwei Items zu bekommen, ist glaube ich nicht die schlechteste. Secret Room ist, glaube ich, alle Palle. Deswegen machen wir es einfach mal... Könnten es Red? Was hier? Wir machen es hier. Das Void. Das Void. What? Wir nehmen ihn mit. Wir nehmen ihn mit. Ja, nimm Breakfast mit. Einfach nur für das Health Up. Und dann haben wir die Six, die Infinity drin. Wow. Den wir eh nicht mitnehmen, weil wir werden ihn hier mitnehmen. Mal ganz kurz, warte mal, Void, geh mal weg. Mal gucken, was der Damage wird. Wir haben gerade 121. Oh wow, das ist ja gar nichts. Oh wow, das ist ja gar nichts. Das ist ein bisschen tragisch. Das ist ein bisschen nüchtern. Naja, okay, dann ist das halt so. Das alles für, ja, ne? Damage. Jetzt hat mein Inkubus weggenommen. Mein Succubus. Schade. Okay. Schubterwupp, komm mal mit. Ich brauch dich, glaube ich. Okay. Hello, Mega Satan. Es hat echt lange gedauert. Aber jetzt bin ich für dich da. Und zwar nur für dich. Und wahrscheinlich werde ich sterben. Hi. What the? Ahem. Hi. Fire in my laser. Und er war sehr unspannend. Abgesehen davon. Abgesehen davon. Ich muss einfach hoffen, dass ich dich schnell genug töte. Go. Okay, das ist pro Welle ein Schuss vielleicht. Ja, okay. So, können wir gerade noch hinkriegen. Delirium wird eine andere Frage. Naja, okay, dann. Stirb. Boss Armor, was ist das? Okay. Krank, Alter. Wie viele fucking Items? Die goldene Valerie ist ja insane, wenn du Leben hast. Okay. Ein bisschen ernüchternd, dass wir keine 2 Millionen Damage hingekriegt haben, aber egal. Passiert. Hau da rein. Ja.